Das ist Melanie, 51, Hobbygärtnerin und leidenschaftliche Zumba-Tänzerin. Sie ist heute da, weil sie eine neue Seite an sich selber entdecken will. Ich habe mich angemeldet, weil ich einfach eine komplette Veränderung will. Im letzten halben Jahr ist viel passiert in meinem Leben. Und jetzt möchte ich mal schauen, dass das Äußere auch wieder zum Inneren stehen. Ihr Hobby und ihre Arbeit als Haushaltshilfe geben ihren Kleiderstil vor. Leger, bequem und am liebsten Turnschuhe. Jetzt hat sie aber wieder mal Lust auf etwas Eleganz. Am Morgen bin ich sehr schnell, weil ich mir wenig schminke, die Haare zusammenbinde und raus. Am meisten gespannt bin ich ehrlich gesagt auf meine Haare. Nimmt mich Wunder, was sie machen und ich bin einfach für alles offen. Für eine Rundum-Typ-Veränderung ist sie bei unserem Expertenteam genau richtig. Und zwar sind das unsere Beauty-Expertinnen von Clarins, der Celebrity-Hairstylist Felix Fischer und die Modestylistin Luisa Rossi. Los geht's im Privatsalon von Felix Fischer. Melanie, willkommen. Hallo Felix. Kannst du gerade sitzen? Ja, danke. Wow, ein Mähne, he? Es ist einfach, es ist zu viel. Wir müssen dem Haar ein bisschen Platz geben, vor allem die Stirn ein bisschen aufmachen. Brillenträger brauchen Platz ums Gesicht herum. Also da normalerweise die Brille da ist, drückt das wahnsinnig aufs Gesicht, aber auf die Brille. Und ich mache immer so, dass ich ein bisschen weiter hinterher gehe und das Gesicht aufmache damit. Bei Haaren, die so wahnsinnig dick sind und so ein nervös sind, ist es ganz wichtig, das Haar mal durchzustufen, dass es überhaupt Platz hat, um sich zu bewegen. Und nachher ist die Pflege zu Adon. Und zum Schluss noch eine Tönung im dunklen Schiefergrau. Ich kann nicht die Grauen 100% abdecken, sondern eine Harmonie zwischen der Natur und der Grauen herbringen. Die Brille anlegen. Oh, cool. Hä? Wow. Mit bändigter Mähne geht es weiter zu der Clarins Boutique und Skin Spa am Löwenplatz. Hallo Melanie, es freut mich sehr. Herzlich willkommen. Das Erste, was ihr am Morgen auffällt, wenn sie in den Spiegel schaut, sind die Tränensäcke. Da ist unsere verjüngende Behandlung für die Augenpartie genau das Richtige für sie. Und zwar braucht Franziska zuerst eine feuchtigkeitsspendende Augenmaske, die gleichzeitig abschwellend wirkt. Diese arbeite ich so leicht ein mit Druckpunkten, dass die Lymphe mit aktiviert werden. Dann bekommt Melanie noch eine kühlende Tuchmaske, ein Augenserum und zum Schluss eine Pflege für Hals und Dekolleté, die straffend und glättend wirkt. Sehr schön. Dann bist du bereit für die Jasmin. Hallo Melanie. Hallo. Schön, bist du da? Darfst du gerade Platz nehmen? Heute ist Melanie bei mir im Beauty Corner und ich helfe Melanie, ihre Vorzüge zu betonen und Sachen, die sie nicht so an sich mag, ein bisschen zu verstecken. Darum bleibt sie bei den Augen dezent. Mit einem braunen Kajal verdichtet Jasmin die Wimpern und als Lidschatten gibt es einen warmen Braunton. Auch bei der Haut bleibt sie dezent und natürlich. Franziska hat ihr ja vorher schon Pflege aufgetragen. Das heisst, ich kann eigentlich jetzt gerade drüber arbeiten mit meiner Foundation. Das ist auch nochmal ein bisschen eine Feuchtigkeit, die es dir gibt. Plus ein bisschen Farbe. Ein Concealer für die Augenschatten und ein Bronzer, um den Look zu verfeinern und ein bisschen Ferienbräune zurückzugeben. Der Fokus bei diesem Look liegt definitiv bei den Lippen. Und zwar habe ich hier auch eine Farbe rausgesucht, die komplementär ist zu deinen Augen. So, dass die schön strahlen. Und so sind alle Blicke auf den Wolfram, die wunderschönen Lippen von der Melanie und alles andere, was ihr nicht so gefällt, ist kaschiert. Der neue Look von der Melanie lässt sie richtig strahlen. Im PKZ an der Bahnhofstrasse wartet Luisa Rossi schon auf die Melanie. Sali. Hey. Hey, Wahnsinn, deine Haare. 20 Jahre jünger. Das steht ein mega Pony. Du, wie findest du mich? Was meinst du der Farbe? Perfekt. Es blüht dir etwas. Ich habe etwas für dich parat gemacht. Gerne. Wir gehen über. I love Basics. Soll mir ja niemand sagen, Basics sind langweilig. Ich finde, sie sehen einfach fantastisch aus. Und das ist das, was ihr fehlt im Alltag. Ich starte natürlich bei einer Jeans, Basic No. 1. Auch im Winter helle Jeans, meine Damen, nicht immer nur dunkel. Eine von Mother, einfach eine Wahnsinns-Jeans. Sie sitzt einfach fantastisch. In einem Zigarettenschnitt, was ich bei ihr gemacht habe, ich habe einen Umschlag gemacht, das ist ein bisschen zu lang, das ist eine kleine Ämlie, unsere Melanie. Beim Tisch bin ich ganz simpel geblieben, von der Farbe her, von dem Material her, von American Vintage. Aber wenn du einen anhast, ist er nicht mehr her. Die Qualität ist einfach himmlisch.
Und dazu kommt der Evergreen Mint Trenchcoat. Extra für Sie, oversized. Auch wenn sie klein ist, habe ich gefunden, nein, du musst jetzt mal den ausprobieren. Weil ich muss nur die Ärmel kürzen. Er ist nämlich wunderbar weich von Scotch & Soda. Wahnsinnig schön in der Farbe. Sie würden ihn nie wahrscheinlich aus dem Regal nehmen. Aber man muss es mal probieren, meine Damen. Und natürlich braucht es zwei Accessoires. Der eine ist der Schuh. Ganz ein cooler, im braun gehaltener Penny Loafer. Es ist ein Klassiker, aber ich finde, er passt extrem gut zum ganzen Casual-Look. Und natürlich, wow, der Blickfang ist die wunderbare Tasche von Cucinelli mit dem Tritanenmuster, das Multicolor. Sie ist casual, sie ist cool, sie ist wirklich eine fantastische Tasche. Gefällt euch? Luisa in Bordeaux. Und so muss auch Melanie heute. Melanie total in Pink. Und nicht gerade von Kopf bis Fuß, aber sicher vom Hals bis zu den Füßen fast. Wunderschöner Anzug in diesem Bordeaux steht ihr wie ein Eis. Nur die Länge der Hose muss man ein bisschen anpassen, aber ich finde, es passt perfekt. Es umschmeichelt die Figur und sie fühlt sich mega wohl drin, hat genug Elastan, also irrsinnig. Dazu der Pulli im gleichen Ton. Einfach monochrom finde ich einfach sexy. Bei den Taschen habe ich gefunden, bei dem ganzen Look gehört einfach noch ein bisschen Orange dazu. Ich finde, Bordeaux und Orange passt einfach wunderbar dazu. Von Chiarini. Bordeaux bin ich aber geblieben beim Schuh. Es ist eigentlich ein 10 cm Finken, weil er ist so bequem, hat ein bisschen ihren Preis von Pomme d'Or, aber wenn du ihn anhast, willst du ihn nicht mehr abziehen. Also jede Frau, die sagt, ich kann keine höhere Absätze anlegen, mit dem kannst du laufen. Ich finde, Bordeaux mit Punkt ein bisschen Orange passt perfekt zu mir. Luisa hat den Wunsch von Melanie, einen eleganten Look zu bekommen, auf den Punkt gebracht. Die Verwandlung im Vergleich zum Morgen ist deutlich zu sehen. Ich habe meinen Tag sehr genossen. Beim Felix habe ich eine lässige Frisur bekommen, keine Struppelfrisur mehr. Beim Clara war es herrlich, so das Kümmern um mich, gute Tipps. Und bei der Luisa war es natürlich herrlich. Sie ist eine super Frau und hat mich sehr gut ausgestattet. Danke vielmals für diesen schönen Tag.